jetzt muss ich mich erstmal ganz kurz mit unserem Berater beraten. Also die Beratung war kurz. Er hat mir vorhin schon gesagt, der Herr Bause und seine Frau haben Bücher mitgebracht, um hier nicht umsonst gekommen zu sein. Und ich denke mal, ich halte auch das Mikrofon, wenn Sie dort etwas haben. Und denke mal, zum Abschluss werden wir Ihnen nochmal allen, und dann danken wir Ihnen auch nochmal, unsere Hymne vorspielen. Wir haben ja gedacht, die Sängerin kommt, die hatte sich angemeldet. Aber jetzt machen wir es einfach per CD. Und ich hoffe, dass unsere Anlage funktioniert. Und also erstmal Herrn Bause und dann an unsere Hymne nochmal, unsere Pankow oder unsere Stille Straße Hymne. Und dann denke ich mal, Herr Bause. Nein, ich mache das schon. Danke. Ich bedanke mich, ich gratuliere Ihnen zum 100. Tag. Und ich finde es als Schande, dass man also Begegnungsstätten schließt, das wurde eben auch schon gesagt. Und manchmal habe ich das Gefühl, man will es auch gar nicht, dass man sich begegnet und sich austauscht. Diesen Verdacht wird man nicht los. Ich habe aus dem Buch, ich bin selber überrascht, ich hoffe, ich kriege es auch fehlerfrei hin, daraus zu lesen, etwas zu gut machen mitgebracht. Es dauert auch nicht sehr lange, das muss man mal ansagen. Ich liebe sehr Gerhard Hauptmann, ich habe viele Stücke von ihm gespielt. Mich sehr mit seinem Leben beschäftigt. Es gab nun eine Zeit bei uns, da wurden Straßen umbenannt, weil man nicht in der Nähe von Kommunisten, Widerstandskämpfern und sozialistischen Schmarotzern leben wollte. Besonders gut können Umbenennungen bei den Magistralen verfolgt werden, begannen ihr Straßenleben, meist mit der schlichten Bezeichnung Hauptstraße, wurden Königsstraße, nach 1871 Kaiserstraße, nach 1918 wieder Hauptstraße. Ab 1926 Hindenburgstraße, 1933 Adolf-Hitler-Straße und ab 1945 wieder Hauptstraße. 1949 mindestens Kehlmann-Straße oder wieder Pieck-Straße, nach 1990 wieder Hauptstraße oder Pfarrer-Kneipp-Straße. Wie oft auch Menschen umziehen können, ohne einmal ihre Wohnung verlassen zu müssen. Nach der Wende waren sogenannte Straßenumbenennungskommissionen unterwegs und benannten um. In meinem Kopf hat sich festgefressen, dass in diesen Kommissionen vor allem Drogisten saßen. Das stimmt nicht, aber ich kenne einen Drogisten, der das mit Abschluss und Verfolgungswahn betrieb. Und so halte ich daran fest, dass die Drogisten die Nachreinigungswende durchgeführt haben. Bei Gerhard Hauptmann lesend über seinen Hiddensee stoße ich auf den Namen einer Frau, der mir bekannt erschien. Ich hatte ihn in der Berliner Zeitung gelesen, als wieder einmal eine Liste der Straßen abgedruckt wurde, die ihr Dasein mit dem Namen der Vergangenheit verwirkt hatten und sich nun durch einen neuen Namen retten lassen durften. Darunter war auch die Judith-Auer-Straße aufgeführt. Judith Auer war Halbjüdin, in der Schweiz 1905 geboren, verlor 1917 ihre Eltern, wurde von anderen jüdischen Familien aufgezogen, kam nach Deutschland, studierte Musik, wollte Pianistin werden. 1930 trat sie der KPD bei. Nach der Machtübernahme der Nazis wurde sie Maschineneinkäuferin für das Kabinett Oberspree. Sie arbeitete illegal in der Widerstandsgruppe Anton Sefko und ihre Wohnung in Adlershof wurde das Tagungszentrum dieser Widerstandsgruppe. 1944 wurde alles verraten, sie sei immer hingerichtet. In irgendeinem Sommer der 30er muss sie als schönes junges Mädchen in den Bekanntenkreis des Dichters geraten sein und wird erwähnt in einem Bericht über eine abendliche Zusammenkunft der Gäste um Gerhard Hauptmann. Nun weiß man über die Sommerabende von Gerhard einiges. Gäste waren gern gesehen und der Wein floss reichlich. Es war vielleicht ein schöner Sommer für Judith Auer und alle anderen, die dabei waren. Die DDR benannte eine Straße nach Judith Auer. Die Findungskommission nach der Wende mit dem mir vorschwebenden Drogisten an der Spitze wollte diesen Namen streichen und ich habe es hier nicht stehen, aber ich weiß noch, er war sogar schon rot durchgestrichen, die Straße selbst. Wahrscheinlich lasen sie ihre Biografie nur bis zu der Stelle, als sie Mitglied der KPD wurde. Judith Auer wäre also wegen politischen Eifers und fehlendem historischen Wissen zweimal gestorben. Da reichte es meiner Frau und mir. Und wir richteten an Ignaz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrates der Deutschen Jugend, die schriftliche Bitte, doch Judith Auer zu retten. Er dankte uns in einem sehr bewegenden Brief und die Straße heißt heute noch Judith-Auer-Straße. So ist es. Danke.